Bonsoir. Mein Name ist François Guillaume de Tesserac. Ich bin geboren in Tagueul an der Seine in der Nähe von Paris. Ich bin sehr bekannt für ein Buch, das ich geschrieben habe. Ein Buch. Darauf erstmal ein Wein. Nach dieser doch eher ausgedehnten Vorstellung machen wir eine kurze Pause. Und erfahren dann, wer noch mit uns am Tisch sitzt. Mein Name ist Graf Thaddäus Montgomery Krupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg. An meinem gigantischen Panoramafenster, für das mehrere Sozialwohnungen abgerissen werden mussten, aber die waren im Weg. Nackt stehe ich am Fenster also nun und begrüße den Tag und schreien an. Winston! Schreie ich dann immer. Winston! Winston ist leider schwerhörig, insofern muss ich etwas lauter sprechen. Winston! Verdammt! Graf Mon! Oh, da sitzt sie ja. Der Rücken. Entschuldigen Sie bitte. Der Rücken. Entschuldigen Sie bitte. Sie sollen mir meinen Rücken gerade rücken, wie jeden Morgen. Ja, Sie sind verrückt. Möchten Sie einen Tee? Tee? Sagten Sie Tee? Ja. Und so drehe ich mich jeden Morgen um und verabscheue erneut, wie jeden Tag, mein Leben als Butler des Graf Mon. Mein Name ist Earl D. Wilson. Graf Mon, in meinem persönlichen 58-jährigen Leben hat es immer noch nicht verstanden, dass mein Name Wilson ist und nicht Winston. Wilson! Wilson ist mein Name. Ja, ist ja gut, Winston. Mehr gibt es über mich nicht zu sagen, außer dass ich mich extrem gut verstecken kann. Deine herausragendsten Fähigkeiten. Random Fact incoming. Nun, mein Name ist Lord Henry. Ich bin Spröss einer alten reichen Adelsfamilie. Zufälligerweise Alleinerbe, wie das zustande gekommen ist, da mag der ein oder andere Spekulation anstellen. Bestätigen werde ich diese selbstverständlich nicht. Auf meinem großzügig gestalteten Balkon im Stadtteil Brexit. Mitten in der schönsten Gegend Londons. Winston! Yes, Sir. Packen Sie bitte. Packen Sie die Reisetasche, die gute, große. Sie kommen mit. Sie dürfen sogar vorne sitzen. Heute fahren wir zu Moriton, einem meiner besten Freunde. Von ihm habe ich Ihnen ganz sicher erzählt, diverse Male, nicht wahr? Wissen Sie das noch? Ich hasse mein Leben. Genau. Er war ein Lebemann, wie Sie es sagen. Ein Mann absurder Größe. Packen Sie also Folgendes ein. Ich notiere es. Meinen kleinen Reiserevolver. Meinen großen Reiserevolver. Alles, was sich in diesem Raum befindet, 3 verschiedene Kerzenständer. Dann bedecken Sie wenigstens Ihr Glied mit Geld. Das habe ich getan, wie Sie sicherlich. Es war nur leider eine Münze. Es waren leider Münzrollen. Nun gut. Hören Sie jetzt auf! Ich gehe aus dem Raum, drehe mich um. Ich hasse mein Leben. Und wie jedes Mal, wenn wir uns auf eine Reise begeben, packe ich nun die richtige Reisetasche ein. Herzmittel, Gehirnmittel. Und klopft an die Tür. Das ist dein Haus. Ja, es hat nicht geklopft. Ah, mon Dieu, das muss der Kutscher sein. Non, Monsieur, Sie müssen doch selber wissen, wen Sie eingeladen haben. Dimitri hat uns hergefahren, dann wissen Sie nicht, wer Ihr Kutscher ist oder was? Wollen Sie mich veräppeln? Ich muss lachen. Haha. Dankeschön. Übrigens, danke. Ihr Kutscher, sind Sie sicher, dass er der Richtige ist? Ich hatte jemanden mit dem Namen Ashton erwartet. Eine hervorragende Wahl. Also merkst durchaus, dass der Ton dir gegenüber weit weniger höflich ist. Ich hasse mein Leben. Und esse. Okay. Denn plötzlich sieht einer von euch, obwohl es schon um die 7:30 ist, etwas am Fenster. Da scheint mir jemand vor dem Fenster zu stehen. Das ist immer so, wenn man isst. Das sind die Armen. Als ihr hin... Doch, doch, doch. Ich weiß. Schockierend. Haben die
ja nichts Besseres zu tun. Wenn die arbeiten würden stattdessen, was die verdienen Armen würden. Die berühmten Armen. Das sind die Armen. Ihre Häuser beraubt, stehen sie vor meinem Panoramafenster. Jeden Abend, wenn sie essen, stehen sie dort, die Armen. Ah, das ist doch viel mehr. Das ist doch mehr unser Stand, oder? Dieses wunderschöne Räumchen hier. Kaufmann, das ist der Flur. Also ich bin wieder da. Ja, ja, ja. Natürlich, das ist mir bewusst. Kaufmann, Sie haben keine Einladung mehr. Warum? Sie haben sie weggegeben. Was halte ich denn da in der Hand? Meine Kündigung. Na, die brauchen wir nicht, ja? Sieh hier mal mit Ihren Witzen. Und ich nehme wieder einen tiefen Schluck Brandy. Das ist Ihr Sohn. Ihr Sohn? Ihr Sohn. Ihr Sohn? Yes. Mon Dieu. Sehr Sohn der Bar. Sagten Sie Sohn der Bar? Ein guter Witz. Herr Taubenhügel. Miss Parker, ich agiere hier nur auf Befehl meiner Lords. Dessen bin ich mir sicher. Tschüss. Das kritischer ist sogar Erfolg, ein kritischer Erfolg. Wie du mich anguckst. Sie ist gespalten. Jetzt, wo sie es. Also, sie scheinen ja zu wissen, was sie tun. Also, gerne. Oh mein Gott, da geht noch mehr. Sie tritt beiseite. Offensichtlich ist sie einverstanden damit, dass du die Tür öffnest. Gut, junge Dame, dann werde ich jetzt die Tür öffnen. Und ja, ich versuche die Tür zu öffnen. Ist verschlossen. Das war so klar. Ist egal, aber ein Indiz ist mir ebenfalls aufgefallen. Nun, eigentlich ist das nichts, keine Information ihres Standes würdig. Allerdings ist mir in der Waschküche aufgefallen, dort habe ich ein Kleid mit einem Tintenfleck gefunden. Was? Meine Herren, Sie werden es nicht glauben, aber hinter diesem Gemälde befindet sich Key West. Und während ihr diskutiert, hört ihr plötzlich von außerhalb des Gebäudes einen Schrei. Und hiermit verabschieden wir uns in den nächsten Teil.